Heutig Schlaumeier ist Andrea aus Zürich. Sie ist Mami von zwei Kindern und lebt mit ihrem Mann im Kreis 5. Das ist mitten drin in der Stadt von Zürich. Und sie hat sich heute das spannende Thema Geld überlegt. So, jetzt schalten wir mal Andrea dazu. Schalten wir mal den Ton. Andrea. Und noch Video starten. Andrea, bist du da? Ich sollte dabei sein, ja. Meinst Gut. du? Ja. Grossartig. Vielen Guten herzlichen Dank, Morgen. dass du heute die Lektion machst. Und ich übergebe gerade direkt an dich. Wunderbar. Danke vielmals. Ich stelle da noch ein bisschen ein. Ihr seht, ich bin heute ein bisschen eleganter angelegt. Es ist ein ernstes Thema. Wir reden von etwas, das wir alle brauchen und so ganz oft brauchen. Gestern haben wir alles Flugi bauen mit der Niki. Das ist super, wenn man es selber bauen kann, aber zum Beispiel, wenn man es nicht selber bauen kann, dann braucht man unbedingt Geld. Und wie das mit dem Geld funktioniert, das würde ich euch gerne euch ein bisschen erklären. Und meine erste Frage eigentlich gerade an euch Kinder ist, was ist eigentlich Geld? Wie würdet ihr Geld erklären? Roman, können wir da vielleicht ein oder zwei Kinder mal dazuschalten? Sicher gut. Also tun mal alle die Hände auf, wo gern würden erklären, wo gern würden eine Antwort geben, Andrea. So, jetzt gehen aber die Hände wieder schnell ab. So, jetzt gehen sie wieder rauf. Gut. Also kommt der eine von der ersten, ist der Roger Schuler gewesen. Tun wir mal den Roger Schuler da in die Diskussion hinein, dass du mit dem kannst reden, Andrea. Ja, das System ist schon gerade ein bisschen. Also, schau, ich weiß, der Roger Schuler hat sich, glaube ich, hat sich, glaub ich, gerade wieder ausgelockt vor Freude. Also, dann nehmen wir mal Familie Zinsli. Nehmen wir mal Familie Zinsli dazu nehmen. So, schauen wir, ob das geht. Da, jetzt Familie Zinsli ist online. Familie Zinsli, jetzt müsst ihr noch das Bild einstellen, dann sehen wir euch auch. Hören, sollten wir euch schon? Sagen Sie mal etwas, Zinslis. Hallo. Ah! Hallo Hallo zusammen! zusammen. Schön, dass ihr auch dabei seid. Guten Morgen miteinander. Mit wem rede ich denn jetzt eigentlich? Mit der Cheyenne, mit dem Brian und mit dem anderen. Okay, willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hey, was ist denn eigentlich Geld? Wie würdet ihr das jemandem erklären? Kommt mal an. Also Geld ist etwas, wo man Lebensmittel kaufen kann. Und Spielsachen. Und das ist noch viel. Mit dem kann man in die Ferien gehen und es besteht aus Papier oder Metall. Metall. Ja, klar. Metall. Metall, ja. Genau, das stimmt. Man kann ganz, ganz viele lässige Sachen mit dem Geld machen. Für ganz viele Sachen braucht man Geld. Es gibt ein paar lässige Sachen, die man ohne könnte machen. Und du hast etwas richtig gesagt. Du hast gesagt, das ist eigentlich Papier. Wenn ich jetzt dir einfach ein Stück Papier gebe, kann ich dann also auch nicht dein Lieblingsspielzeug kaufen? Nein, weil es ist irgendwie spezielles Druckerpapier und auch spezielle Drucker. Ja, das stimmt. Und das kann auch nicht jeder machen, gell? So richtiges Geld. Hey, danke viel, viel mal, dass ihr euch beigeschaltet habt. Dann, Roman, kannst du, glaube ich, wieder mich zurücknehmen. Tschüss zusammen! Hey, für Geld gibt es auch unheimlich viele Namen. Also man kann von Knete reden oder Zaster oder Money. Und es gibt noch ganz, ganz, ganz viele andere Sachen. Also irgendwie spielt das Geld eine riesengroße Rolle in unserem Leben. Und wahrscheinlich auch schon in eurem Leben. Also erstens mal, weil das Mami und der Papi euch ganz viele Sachen kaufen. Aber wahrscheinlich auch, weil ihr Taschengeld bekommt oder Sackgeld bekommt. Könnt ihr mal die Hand aufstrecken, wer alles schon Sackgeld bekommt? Gut, die Resultate siehst du nicht, Andrea, aber von jetzt 3000 Geräten, die da dabei sind, sind es also jetzt schon über 1100, die Sackgeld bekommen. Wow, das ist schon ziemlich viel. Was mich auch noch gerade wundern nimmt zum Sackgeld, ist die Frage, hey, wann kommen die das eigentlich über? Also wir Grossen, wir kommen, wenn wir arbeiten, in der Regel einmal im Monat Geld über. Ich kenne es von meinen Kindern, die kommen einmal in der Woche Geld über, wenn wir daran denken. Wann kommen dann eigentlich ihr euer Sackgeld über? Roman, könntest du eine Umfrage starten?
Gut, also die Umfrage läuft. Die Frage ist, wann überkommt ihr euer Taschengeld, euer Sackgeld? Einmal in der Woche, einmal im Monat oder gar nie? Wir haben die Umfrageresultate, die laufenden, die seht ihr nicht und Andrea auch nicht. Ich sehe die aber, es sind 58%, also fast 60%, also mehr als jeder zweite, kommt es einmal in der Woche über. Und dann jeder fünfte kommt es einmal im Monat über und die anderen noch gar nie. Ich tue mal die Umfrage beenden und gebe euch das Resultat frei. Dann seht ihr, wie es die Resultate sind. Andrea, siehst du das Resultat? Ich sehe das Resultat, ja. Also, weit über die Hälfte ist einmal in der Woche, kommen die Sackgeld über. Ich glaube, das ist auch etwas, was ganz fest verbreitet ist. Und man muss natürlich weniger lange aufs Geld warten, wenn man es einmal in der Woche überkommt. Das ist auch mega schön. Ich brauche mein Geld für den Alltag, für die Miete zum Zahlen, für Essen zum Kaufen, für Sicherungen und so weiter und so fort. Und natürlich auch für die schönen Sachen, zum Beispiel für Ferien. Was mich auch noch wundern nimmt, die Kinder da draussen, für was braucht ihr eigentlich euch ein Sackgeld? Möchte das jemand erzählen, dann dürft ihr euch jetzt einschalten mit Handheben. Gut, wir schauen mal, wer die Hand hat. Man muss immer aufpassen, es gibt Leute, die haben die Hand immer oben und sind dann zu wenig schnell drinnen, wenn sie dann nicht dabei sein wollen. Aber jetzt schauen wir da, einer von den ersten ist der Pirawin Gasser. Nehmen wir mal den Pirawin Gasser dazu. Nehmen wir ihn in die Diskussion rein. Pirawin, wir hören dich jetzt und wenn du die Kamera einschaltest, dann können wir dich auch noch sehen. Hörst du uns? Ja. Oh, super. Wir sehen deine Frisur, wir sehen dich leider nicht. So. Ah, super. Hey, hoi. Hallo. Also ich brauche mein Geld meistens, also zum Krämeln, wenn ich es brauche. Also für einen Kiosk oder so. Und sonst spare ich es eigentlich meistens, aber ich weiss meistens nicht für was. Einfach für falls du mal irgendetwas triffst, wo du denkst, das hätte ich jetzt wahnsinnig gern. Ja. Und für was krämelst denn du einmal? Süßes, Chips und Getränke. Ah, alles feine Sachen. Also lauter feine Sachen und vielleicht sparst du für irgendetwas, was dann dir über den Weg läuft. Hast du denn schon mal für etwas gespart und dir das können kaufen? Ja. Ich habe mir schon einen Snowboard-Kurs, habe ich drauf. Spart eine Woche lang. Wow, dann ist aber richtig müssen sparen. He? Ja. Hey, gratuliere, dass du dir das hast können kaufen, beziehungsweise dass du hast können an dem Kurs teilnehmen. Das ist mega lässig. Es hat sich sicher auch gelohnt, oder? Du hast gemerkt, ah, das hat sich gelohnt, dass ich alles auf die Seite gelegt habe, dass ich das jetzt machen kann. Ja. Super. Danke vielmals, dass du es uns erzählt hast. Schönen Tag, bis später vielleicht. Ja. Tschüss, Pirawin. Tschüss. Wunderbar. Wir sparen auch mal auf für Sachen, für Ferien. Das ist jetzt bei vielen gerade ein grosses Thema, dass das ein bisschen ein Problem ist, weil wir ja daheim müssen bleiben. Aber dafür können wir schlau mal schauen und das ist auch mega cool. Ich habe eine Frage, beziehungsweise was ich mir angeschaut habe und was ich mit euch gerne würde anschauen, ist, wie ist denn eigentlich dazu gekommen? Also das Geld, das spielt eine ganz grosse Rolle, aber das ist natürlich nicht von Anfang an einfach so auf der Welt gewesen. Und jetzt versuche ich gerade mal zu wechseln. Dann solltet ihr nämlich das Schlaumeier-Bild sehen, wenn alles gut geht. Ja, wir sehen das. Sehr gut. Und dann würde ich mit euch gerne eigentlich anschauen, wieso haben wir eigentlich Geld? Und das ist eine kurze Geschichte, die ich euch erzählen kann. Aus irgendeinem Grund seht ihr da ein Mammut und das erkläre ich euch gerade, warum. Ganz am Anfang ist einfach jeder für sich selber zuständig gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, auf der Welt hat es viel, viel weniger Leute als heute. Und jeder hat einfach das, was er selber braucht, hat er besorgt. Besorgt heisst nicht einfach in einen Laden gehen, sondern das heisst, er hat versucht, Pflanzen zu finden zum Essen oder eben vielleicht auch etwas zu jagen, zum Beispiel ich, mein Mammut. Vielleicht hat der Roman Rüebli angepflanzt, was auch immer. Jeder hat das gehabt, was er gebraucht hat. Manchmal hat er vielleicht nicht ganz alles gehabt, was er gebraucht hat, aber zum Leben hat es gelangt. Und so hat jeder für sich selber gelebt. Jetzt zeige ich euch noch schnell, wenn ihr eine Frage habt, dürft ihr, zuerst muss der Roman alle Hände runter. Und wenn ihr eine Frage gut habt, bei dem, was ich erzähle, dann dürft ihr aufstrecken. Dann kann das der Roman mir auch sagen und dann könnt ihr auch eure Fragen stellen, wenn das nötig wäre.
Also jetzt haben wir da alle unsere Sachen. Ich habe mein Mammut, der Roman hat zum Beispiel seine Rüebli. Und das ist super. Ich mag einfach mein Mammut nicht aufessen. Und der Roman hätte vielleicht gerne auch mal noch etwas anderes als Rüebli. Und für das hat man irgendwie etwas müssen entwickeln, dass man das vielleicht könnte austauschen. Und dann haben wir gewechselt und sind ins Duschen reingekommen. Das heisst, ich habe mich auch mit meinem Mammut auf den Weg gemacht, um den Roman zu treffen. Und der Roman mit seinem Rüebli, er hat es viel, viel einfacher gehabt als ich natürlich, weil so mit einem Rüebli spazieren oder wandern ist natürlich angenehmer als mit einem Mammut auf dem Rücken. Und dann haben wir uns getroffen und geduscht. Und ich finde ehrlich gesagt, mein Mammut ist recht viel mehr wert als dem Roman sein Rüebli. Also das heisst, entweder ich auch viel Rüebli habe, die sind mega mühsam, um alle miteinander zu transportieren, oder der Roman kommt einfach nur einen Teil von meinem Mammut über. Oder vielleicht habe ich noch Herdöpfel abpflanzt. Herdöpfel gegen ein Rüebli tauschen. Und dann haben wir können... Ich glaube, der Roman hat mich schnell abgestellt. Ist das möglich? Ja, ist wieder gut. Sorry, ich bin auf den falschen Knopf gekommen. Okay, gut. Ich habe nur gesagt, dass du mich stumm geschaltet hast. Also ich habe vielleicht auch Herdöpfel gehabt, habe Herdöpfel gegen Rüebli können tauschen. Das ist auch etwas, was wir können machen. Auf jeden Fall, jeder hat das, was er hatte. Das, was er zu viel hat und er nicht selber gebraucht hat, hätte er mitnehmen und täuscheln. Für das hätte man sich ein bisschen in die Nähe kommen zueinander. Und je mehr Menschen es auf der Welt hat, umso einfacher ist es, zur Nähe kommen. Dann hätte man sich auch zusammentun in kleinen Grüppli und dann ist vielleicht jemand sammeln, jemand jagen. Und dann hat man geteilt und täuscheln. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich als Mammutjägerin, ich müsste also immer mit meinem Mammut täuscheln. Und das ist recht anstrengend. Aber wir Menschen sind zum Glück da recht gut. Wir haben einmal Sachen, die wir gerne haben. Und dann haben wir da uns weiterentwickelt und haben einfach Sachen genommen, die wir alle gerne haben und haben mit denen angefangen zu täuschen. Ihr seht hier ein Bild von einer Kaurimuschel. Kaurimuscheln sind als Geld gebraucht worden. Auch ganz viele andere Sachen. Salz zum Beispiel hätte man auch gut können brauchen. Oder natürlich Edelmetall, Gold. Und Silber hätte man können brauchen. Und jetzt ist es einfacher geworden. Jetzt habe ich, wenn ich ein Mammut hatte, habe ich das vielleicht in der Nähe an die ein Mammut haben wollen, können verkaufen oder tauschen gegen so ein Warengeld, also gegen eine Muschel oder gegen viele Muscheln. Und wenn ich dann zum Roman wollte, ein Rüebli holen, dann habe ich nur noch so viele Muscheln mitnehmen, wie ein Rüebli wert ist. Aber auch da hat man irgendwann gefunden, das ist eigentlich ein bisschen anstrengend. Und dann ist eigentlich das passiert, was wir kennen heute. Und zwar sind wir zu der Geldwirtschaft gekommen. Das ist im Fall schon fast 3000 Jahre her, seit man das angefangen hat. Vor 3000 Jahren haben die Leute gemerkt, es ist eigentlich fast einfacher, wenn man wirklich nur Metallblättchen nimmt. Und wenn ihr da schaut, auf diesen Bildern, da solltet ihr glaube ich sehen, hat es so Gesichter drauf. Es gibt auch Münzen oder alte Münzen, wo zum Beispiel eine Kuh drauf ist oder ein anderes Tier. Und dann haben wir gesagt, also schau, diese Münze, die ist jetzt einfach so viel wert wie eine Kuh. Darum hat es ein Bild von einer Kuh drauf. Oder, da bürgt eigentlich jemand Wichtiges dafür, irgendein Kaiser oder ein König, und so sind wir zum Geld gekommen. Jetzt, heute ist das natürlich immer noch so, wir haben immer noch Münzen, haben wir keine Kühe mehr drauf, sondern Menschen. Und wir haben auch noch Papiergeld. Weil, wenn ihr etwas Grosses kaufen wollt, mit diesen Münzen, dann müsst ihr eine Garete mitnehmen. Und auch das ist anstrengend. Und dann hat man sogenannte Schuldbriefe entwickelt. Das heisst, ein Papier, das drauf gestanden ist, für was, was man eigentlich schuldet. Und aus dem heraus haben sich dann Noten entwickelt. Hat jemand von euch da eine Frage dazu? Gut, du zuerst mal alle Hände runter. Jetzt schauen wir, wer die Hände aufhebt. Da haben wir. Zum Beispiel das Franzi Zulauf. Nehmen wir mal Franzi Zulauf mit in die Diskussion rein, wenn das geht. Franzi, hörst du uns? Franzi, hörst du uns? Ja, wieso? Ja, du hörst uns, super. Wenn du die Kamera kannst anmachen, dann sehen wir dich sogar. Was willst du jetzt? Also gut. Jetzt? Super. Woher kommt ihr? Wo sind ihr daheim? Der Arpach. Super, sehr gut. Also, Andrea, was habt ihr für eine Frage? Also, hast du es jetzt gesehen?
Haben sie das Papier auch angenommen oder haben sie gesagt, das nimmt nicht, da ist kein Geld drauf? Nein, das haben die meisten haben dann das Papier angenommen, weil auf dem Papier ist ein Wert drauf gestanden. Und das ist eigentlich auch heute so. Wir haben einfach Papier, mit dem wir austauschen. Wir haben uns einfach entschieden, dass der Wert für uns alle gilt. Das könnte ich euch nachher gerade noch erklären, wie das genau funktioniert, weil es ist nämlich wirklich eigentlich ein bisschen eine Glaubensfrage. Solange wir alle daran glauben, dass das Geld den Wert hat, so lange funktioniert es. Wir reden da von einem System und sagen, das funktioniert, weil wir dem Geld oder dem Papier einen Wert gegeben haben. Und der gilt für alle, weil man nämlich, wenn je mehr Leute den akzeptieren, je mehr Leute das auch als Gegenleistung anschauen, umso mehr Leute glauben dann auch wieder dran. Und damit können wir auch einfach mit Papier zahlen. Habe ich deine Frage beantworten? Ja. Gut, danke vielmals. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Merci. Tschüss. Roman, jetzt noch mehr Fragen? Ich nehme es an, es hat noch mehr Fragen. Lass mich schnell schauen. Ich würde noch gerne schnell, weil ich gerade eine Nachricht bekommen habe, bezüglich Ton. Ich möchte euch schnell fragen, wie der Ton ist. Könnt ihr schnell sagen, ob der Ton gut ist, so lala, oder ob nicht gut ist? Also 88% sagen, der Ton ist gut. 13% sagen, geht so. Gut, da seht ihr das Resultat. Also das freut mich, dass für die meisten Leute der Ton gut ist. Vor allem, wenn es etwas so Interessantes ist, was jetzt du erzählst, Andrea. Danke vielmals. Wunderbar. Kannst du jetzt noch mal schauen, ob noch ein Kind eine Frage hätte? Ja, garantiert. Garantiert hat noch ein Kind eine Frage. Ich kann es beantworten. Also, schauen wir mal. Wir alle Hände. Ich hebe all eure Hände oben. Ist das cool? Das könnte Lehrer nicht so einfach wie ich. So gut, also jetzt schauen wir mal, wer da oben ist. Da haben wir zum Beispiel Livia Gervasi. Nehmen wir mal Livia Gervasi in die Diskussion rein. Jetzt muss ich da drauf drücken. Livia ist da. Jetzt, Livia, könntest du noch das Bild einschalten, damit wir dich auch sehen? Wie? Du musst mal drauf tippen und dann siehst du sowieso das Kamerazeichen. Ja. Hat drauf gedrückt. Hast du drauf gedrückt? Also komm, warten wir noch schnell. Und sonst reden wir einfach mit dir, dann sehen wir dich nicht, aber dann hören wir dich. Aber ich kann meine Mama rufen. Nein, das ist schon gut, Livia. Livia, was hast du für eine Frage? Wie kannst du eine Kamera einstellen? Nein, willst du, dass ich mich sehe? Sitzen. Nein, es geht nicht, aber bitte dünn auf 5 Fragen. Ah, jetzt super! Ah, du bist da. Hoi, Livia! Hoi, was ist denn deine Frage? Was willst du noch wissen? Wie macht man eigentlich Geld? Wie man es macht? Ja. Also, du und ich, wir können es nicht machen, der Roman auch nicht. Wir können es nur verdienen. Und zum Machen gibt es die Schweizerische Nationalbank, das ist eigentlich Bank vom Staat, kann man fast sagen. Also wir können kein Konto dort haben, nur Geschäftsbanken. Und die haben den Auftrag vom Staat, dass die mit Geld drucken. Und jetzt gibt es eine Druckerei und die haben den Auftrag und nur die dürfen Geld drucken und nur dann, wenn der Schweizer Staat sagt, du musst jetzt noch mal ein bisschen Geld drucken. Das macht er meistens dann, wenn zum Beispiel alte Noten zurückkommen, weil die schon ganz fest verrissen sind oder so. Dann manchmal Münze, weil die Münze geht auch viel verloren, dann ist auch wieder ein bisschen weniger da. Und der Staat kann damit auch die Geldmenge beeinflussen, also eigentlich beeinflussen, wie viel Geld das es überhaupt hat, wie viele Schweizer Franken. Und wenn man das machen muss, dann sagt er, lass mal, Schweizerische Nationalbank, wir brauchen mehr Geld und dann könnt ihr das Geld drucken. Und wenn du zum Beispiel eine kaputte Geldnote hast, dann kannst du die zurückbringen auf die Bank und kommst dafür eine neue über, die kaputte wird vernichtet und es wird neues Geld wieder gemacht. Aber du und ich, wir können leider nicht. Ja, danke. Bitte, tschüss, Livia. Tschüss. Ich zeige euch nochmal schnell, wie das funktioniert mit dem Geld. Ich habe gesagt, das ist eigentlich ein
Das System, das habe ich vorher gesagt. Und wir haben vor allem das Bargeld. Das müssen eigentlich alle akzeptieren. Alle Geschäfte in der Schweiz müssen schweizerisches Bargeld akzeptieren. Dann habe ich aufgeschrieben, es gibt Buchgeld. Das ist jetzt nicht Geld aus Büchern oder Ähnliches, sondern Geld, das man verbuchen kann. Das ist immer dann, wenn man von einem Konto auf ein anderes Konto zum Beispiel Geld verschiebt. Oder wenn man zum Beispiel mit der Kreditkarte zahlt, immer dann, wenn man online bestellt. Oder mit der EC-Karte zahlt, also wenn die Mami oder der Papi Karte einsetzen, dann tun wir Buchgeld hin und her schieben. Und dann gibt es noch Kryptowährungen, die erzähle ich euch jetzt nicht ganz genau, was es ist, aber ein bisschen sage ich euch das schnell. Das ist ein Geldsystem, das online gemacht wird, am Internet. Und dann haben wir ganz viele verschiedene Menschen, die in das System investieren und dann innerhalb von dem System damit auch können zahlen. Das ist im Prinzip ganz ähnlich wie mit dem Bargeld. Es gibt ein System, das ist das ganze Land, das mit dem Geld funktioniert. Und die Kryptowährungen, die dann einfach in einem kleineren System funktionieren. Spannend ist auch, dass alle Systeme, nämlich all die Länder, eigene Währungen haben. Das sind verschiedene Länder, die haben verschiedene Zahlungsmittel. Wir haben zum Beispiel die Schweizer Franken. Dann gibt es noch Euro im näheren Ausland oder den Dollar, den US-Dollar gibt es auch noch. Es gibt ganz viele verschiedene, fast jedes Land hat eine eigene Währung, außer eben die EU, nicht die ganze EU, aber die an der Währungseinheit beteiligt sind. Und wenn wir jetzt mit unserem Geld ins Ausland wollen, dann können wir eben mit den Schweizer Franken eigentlich nicht zahlen. Und jetzt ist es so, dass wir haben unser System, wir sagen, unser Papier ist so viel wert und das Ausland sagt, unser Papier ist so viel wert. Und dann können wir das vergleichen und können das auch miteinander täuschen. Das gibt Rechnungen, wie man die machen kann. Das tun wir vielleicht dann ein anderes Mal noch machen, dass man rechnet. Jetzt tun wir euch noch nicht so fest quälen. was ich eigentlich euch noch, wir sind nämlich schon fast am Ende der Zeit, zuerst, hat jemand gerade noch eine dringende Frage, dann müsst ihr zuerst den Roman alle Hände runter und dann dürfen wir nochmal aufstecken. Gut, also wir haben Cecil Mechler hat dann gerade wieder runtergenommen, was ihren Namen gehört hat. Wir haben Georgia Tadia. So, jetzt schauen wir, ob wir sie da reinnehmen können. Das geht damals schnell, so eine halbe Sekunde. Nein, das hat nicht geklappt. Warte, Moment, nochmal. Jetzt probiere ich es nochmal. So, nein. Ja, jetzt habe ich ein bisschen. Also da Georgia Tadia, gut, also. Georgia, wir hören dich schon. Okay, ja. Magst du deine Frage stellen? Ja. Also, warum ist eigentlich Geld wert? Warum ist Geld denn wert? Ja. Also, das ist ja so, dass wir eben durch die Geschichte, die wir durchgemacht haben, wo wir mit dem Mammut angefangen haben, sind wir dazu gekommen, irgendwann, dass es alles viel zu streng ist zum Täuschen und dann hat man auf die Papiere einen Wert draufgeschrieben. Man hat dann draufgeschrieben, also das Papier ist jetzt so viel wert wie zum Beispiel mein Haus. Da könnte man ganz viel damit kaufen. Und irgendwann hat man gemerkt, dass das eigentlich anstrengend ist, wenn man dann immer noch überlegen muss, wie viel wert ist das Papier. Also wie viel schulde ich dir eigentlich? Und dann hat man das System ein bisschen geändert. Früher war es noch so, dass man ganz viel Gold hatte auf der Nationalbank. Und dass man eigentlich so viel Gold, wie wir hatten, haben wir auch für Schweizer Franken machen. Das hat sich aber auch ein bisschen geändert. Und es ist wirklich so, das Geld, das Papier kommt eigentlich den Wert über, der drauf besteht, weil wir alle sicher sind, dass es so viel wert ist. Weil wir genau wissen, wenn jetzt du bei mir etwas kaufst für 10 Franken, dann weiss ich genau, mit diesen 10 Franken, die du mir gibst, also mit diesem Papier, kann ich überall sonst wieder etwas kaufen für 10 Franken. So kommt das Papier dann eigentlich plötzlich den Wert über. Es ist Georgia, glaube ich, schon weg, wenn ich das richtig sehe. Ich habe sie zumindest nicht mehr im Bildschirm. Ja. wir sind eigentlich ganz schon am Ende von unserer Zeit. Die halbe Stunde, die wir miteinander hatten, ist schon durch. Ich möchte euch eine kleine Aufzüge mitgeben. Ich prüfe es nicht, ob ihr es gemacht habt, aber am Abend könnt ihr jetzt mal mit dem Papi schauen. Und zwar möchte ich euch sagen, lernt doch einen Münzenzaubertrick.
Man kann zum Beispiel das versuchen, sende mich nicht so, dass man es da so über die Finger rollt. Ich kann es nicht besonders gut. Oder auch ganz beliebt ist natürlich der, wo man das Geld kann hinter dem Ohr führen kann, zaubern. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Anleitungen. Vielleicht wissen ihr auch schon etwas und könnt jetzt an einem Nachbarskind Therapie bringen. Und dann könnt ihr heute Abend an Mami und Papi einen Geldzaubertrick zeigen. Ich danke euch ganz vielmals, für das ihr zugeschaut habt. Und würde mich natürlich auch fest freuen, wenn ihr morgen auch wieder würdet einschalten beim Schlaumeier. Roman, dich sehe ich nicht mehr. Da, ich bin da. Gut, übernimmst du für den Abschluss. Tschüss Kinder, ja. Danke fürs Zuhören. Tschüss, ciao Andrea. Danke vielmals. Super, danke vielmals Andrea. Das war die zweite Lektion am Dienstagmorgen über Geld. Was für ein spannendes Thema.